Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ganz ehrlich gesagt, wer die Entwicklung in der Zuwanderungsfrage in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit offenen Augen beobachtet hat, für den kann dieses traurige Ereignis vom Montag keine Überraschung gewesen sein. Meine Damen und Herren, wir Freiheitlichen warnen seit Jahren und Jahrzehnten davor, diese unkontrollierte Massenzuwanderung weiter zuzulassen. Die anderen Parteien und vor allem aber die ÖVP, die negieren das. Die ÖVP hat jahrzehntelang den Innenminister, Herr Vorredner der ÖVP, den Innenminister und den Integrationsminister gestellt, ohne wirkungsvolle Maßnahmen in diesen Bereichen zu setzen. Diese verfehlte Zuwanderungspolitik, meine Damen und Herren, ist die Ursache vieler Probleme, die unsere Gesellschaft heute hat. Und ich kann auch sagen, wieder so ein trauriges Ereignis. Das ist nur eine Frage der Zeit, hier bei uns in Österreich oder irgendwo in Europa. Wir dürfen uns hier niemals sicher fühlen und endlich wirkungsvolle Maßnahmen setzen. Und der Letzte, der wirkungsvolle Maßnahmen gesetzt hat, meine Herren Vorredner der ÖVP, war der Innenminister Kickl. Er hat Ausreisezentren eingerichtet, Ausreisezentren, die klar gemacht haben, dass man sich die österreichische Staatsbürgerschaft nicht erschleichen kann, nur um soziale Wohltaten dieser Republik zu lukrieren, sondern er hat klar gemacht, dass es klare Kriterien der Integration braucht, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Und er hat auch klar gemacht, wie wichtig es ist, auch wieder die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft in die Wege zu leiten, wenn ein Erschleichen derselben bewiesen wird nach einer gewissen Zeit des Hierseins bei uns in der Republik. Meine Damen und Herren, wenn es uns nicht gelingt, endlich intensive und klare Schritte in diesen Fragen zu setzen, wird diese Republik verloren sein und mit ihr auch Europa. Meine Damen und Herren, wenn Europa nicht zur Festung wird, dann wird es zur Ruine werden. Und Herr Innenminister Nehammer, wenn Sie zum zweitbesten Innenminister der Republik werden wollen, dann müssen Sie sich noch ein bisschen am Riemen reißen. Danke sehr.